Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Statement des Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten. Im Anschluss an das Statement sind Fragen möglich. Das Wort hat Christian Lindner. Meine Damen, meine Herren, wir haben im Bundesvorstand der FDP und in der Fraktion der Freien Demokraten heute in einer gemeinsamen Sitzung über die Sondierungsergebnisse und den weiteren Gang der Dinge gesprochen. Wir hatten eine 2,5-stündige, sehr intensive Aussprache. Wir haben gesprochen über das, was als Papier auf dem Tisch liegt. Und wir haben auch die öffentlichen Debatten und Äußerungen der letzten Tage und Stunden bewertet. Wir sehen Chancen. Wir sehen aber auch Herausforderungen in der aktuellen politischen Konstellation. Am Ende einer intensiven Beratung haben wir uns aber einstimmig in diesem sehr großen Gremium, haben wir uns einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen. Deutschland braucht eine stabile Regierung. Deutschland darf nicht führungslos sein. Deutschland benötigt eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Wir begeben uns nun auf den Weg, Verantwortung für Deutschland mit zu übernehmen. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben sich vor der Bundestagswahl nicht gesucht, um es diplomatisch auszudrücken. Es ist auch keine Überraschung, dass es unverändert große inhaltliche Unterschiede gibt. Man darf sich keiner Illusion hingeben, dass es bei deutlichen Bewertungsunterschieden auch in der Zukunft bleiben wird. Das fordert von allen Beteiligten sehr viel Toleranz und Bereitschaft auch zu neuem Denken. Darin liegt aber auch eine Chance, Gutes für unser Land zu bewirken, wenn sich drei Partner aus einer so jeweils unterschiedlichen Perspektive der Herausforderungen des Landes annehmen. Ganz ohne Zweifel wäre eine Ampelkoalition an ihrem Beginn ein Zweckbündnis. Ob daraus mehr werden kann, das liegt an allen Beteiligten. In jedem Fall muss diese sich abzeichnende Koalition ein Gewinn für Deutschland sein. Deutschland muss freier, nachhaltiger, digitaler, moderner und wettbewerbsfähiger werden. Denn in dieser ungewöhnlichen für die Bundesebene neuen Koalition dies gelingt, dann wäre das ein großer Gewinn für unser Land. Das Ergebnis der Bundestagswahl bedeutet keinen Linksruck in Deutschland. Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl kann niemand ableiten, dass die Wählerinnen und Wähler für eine deutliche Verschiebung der politischen Koordinaten nach links votiert hätten. Ich bin sicher, das wissen auch unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Deshalb kann und deshalb muss eine mögliche Ampelkoalition auch eine Regierung der Mitte begründen. Dafür ist die FDP der Garant. Ausdrücklich wollen wir auch die Anliegen der Wählerinnen und Wähler der Unionsparteien mit im Blick behalten. Dann genießt eine solche Ampelkoalition auch den breiten Respekt der Bevölkerung. Dann können wir unser Land zusammenführen und dann können auch ambitionierte Reformvorhaben umgesetzt werden. Nun stehen spannende Tage und Wochen vor uns. Wir sind voller Zuversicht und im Übrigen auch voller Tatendrang, nun zu konkretisieren, welche Politik in den nächsten Jahren in Deutschland formuliert werden kann.